herzliches Hallo, herzlich willkommen zum Karriere-Talk im Dezember. Unser letzter Karriere-Talk in diesem Jahr. Und ich habe wieder einen Gast dabei. Diesmal ist es Diana T. Roth. Diana, ich grüße dich ganz, ganz herzlich und ich freue mich, dass wir uns hier treffen. Ich sag mal ganz kurz, dass wir uns schon ziemlich lange kennen, ne? Wir hatten gerade überlegt, vor 4 Jahren haben wir eine Prüfung zusammen gemacht in Düsseldorf, aber wir kennen es trotzdem schon länger und sind immer wieder irgendwie in Kontakt. Also virtuell in Kontakt, ne? Ich glaube, gesehen tatsächlich zuletzt in Düsseldorf, ne? Genau, bei der damals. Ja, so in echt. Und seitdem aber immer wieder digital und so weiter. Ja, wir haben heute das Thema, was verraten uns Gestik und Mimik im Vorstellungsgespräch? Und ich möchte, bevor wir da reingehen, dir gerne das Wort geben, dass du dich kurz vorstellen kannst. Dann plaudern wir ein bisschen und hinterher, würde ich sagen, stehen wir für Fragen im Chat zur Verfügung. Sollen wir das so machen? Das ist für mich okay. Und was sagen die Teilnehmer? Die Teilnehmer, die sind da und die schreiben uns hinterher ihre Fragen in den Chat rein, die wir noch nicht beantwortet haben bis dahin. Hallo Christina, hallo Frau Roth, ist okay, schreiben die, super, siehst du, wir kennen uns schon. Also ich bin dann Diana, für mich ist das total normal, dass man immer per Du ist, weil in der Schweiz kennt man überhaupt die Sie-Grenze überhaupt nicht. Ist sogar bei großen Banken wird man jetzt geduzt. Und als Arbeitnehmerin ist sowieso immer alles per Du. Und von dem her, Diana. Okay. Also nicht digital ja eigentlich sowieso, ne? Oder? Fast immer, ne? Ja, richtig. Also ganz kurz zu mir. Ich bin genau wie Christina auch im Online-Business unterwegs und ich bin auf der anderen Seite von ihrem Wirken. Also ich bin Personalerin seit über 33 Jahren und bilde Personaler aus, prüfe Personaler, unterrichte Personaler und coache Personaler. Und ich mache relativ viel Trainings im Bereich Körpersprache, Kommunikation, Leadership. Und ich habe die Christina kennengelernt, weil wir beide die Ausbildung im Gesundheitsmanagement gemacht haben. Wir haben beide am gleichen Tag die Prüfung gemacht, haben uns gegenseitig so alle schönen Sachen gesagt, was man so wie Prüfer sagt. Und ich freue mich jetzt, dass ich heute hier bin und von der Christina ausgequetscht werde rund um das Thema Körpersprache in Bewerbungsgesprächen. Und weil ihr jetzt von mir so hört, was Personaler denken, wie Bewerber doch manchmal wirken. Genau, genau. Ja, das Thema ist ja, was verraten Gestik und Mimik im Vorstellungsgespräch? Ich glaube, bevor wir diese Antwort klären, sollten wir nochmal kurz erklären, was überhaupt Gestik und Mimik sind und warum das so wichtig ist. Was verstehst du unter Gestik? Gestik, also das ist ja allgemein, was man mit den Händen macht, also diese Bewegung. Ich mache das jetzt mal ein bisschen übertrieben, so ein bisschen italienisch. Ne? Die sind ja sehr stark. Und die Mimik hat sehr, sehr viel mit dem Gesicht zu tun. Ob ich jetzt so gucke oder die Augen runzle. Also das hat mit den beiden zu tun. Und jede Region oder jedes Land hat die eigenen Körpersprachen, Gestiken und auch Mimiken. Also man kann jetzt sagen, wenn einer so oder so guckt, dann heißt es das. Alle, die sowas sagen, die sind falsch unterwegs. Es gibt kein Übersetzungsbuch, wo man sagt, wer so guckt, der ist so unterwegs. Man hat immer festgestellt, dass ganz viel damit zu tun hat, woher man kommt. Also zum Beispiel, wenn du die französischen Filme anschaust, das ist eine ganz andere Mimik und eine ganz andere Gestik, als wenn man jetzt zum Beispiel deutsche Filme anschaut. Und bei uns ist ja alles gemischt, ne? Also so viele Nationen kommen zusammen in unseren Ländern und dann wird das auch alles durchmischt. Und deswegen kann man nicht so eindeutig sagen, weiß ich, wenn er die Stirn runzelt, dann heißt das das. Das kann man nicht sagen. Das ist relativ neu für mich. Ja? Ja. Haben wir auch innerhalb von Deutschland solche Unterschiede? Weil du hast jetzt gesagt, Frankreich, Deutschland.
Ja, unglaublich. Also ich wohne jetzt seit über 33 Jahren in der Schweiz und ich komme aus dem Kölner Raum, also bin ja auch nur Rheinländerin und ich war die ersten 6 Jahre in der deutschen Botschaft tätig und da war man mit Deutschen aus allen Bundesländern zusammen. Und es war ein Riesenunterschied, ob ich mit Bayern oder mit jemand aus Hamburg zusammengesessen habe. Also auch das von der Mimik und Gestik war ein großer Unterschied. Also deswegen finde ich das immer so extrem gefährlich, genau wie bei Arbeitszeugnissen, wenn man sagt, das hier heißt das. Diese Interpretation ist meiner Meinung nach nicht zulässig. Hast du ein ganz prägnantes Beispiel, wie der Hamburger guckt und der Münchner? Und Nee. was der macht? Ich jetzt nicht, das wäre jetzt auch relativ fahrlässig. Das hat ja auch sehr viel mit meinen Erlebnissen zu tun. Ich bin im Moment mit sehr vielen Freunden zusammen, die aus dem süddeutschen Raum kommen. Und ich erlebe einfach, dass sie ganz, ganz anders von ihrem Auftreten her sind. Aber da eine allgemeine Gültigkeit zu sagen, dass auch das würde ich mir nie zumuten. So eine Tendenz, das wird ja, dann fühlt sich ja keiner diskriminiert oder so. Nö, da Das gibt es ist so eine Tendenzen. Eigenart. Für mich ist ja einfach wichtig, wie es ankommt. Das, was alle wissen wollen, ja, wie erkenne ich denn, dass einer lügt oder ähnliches, das will ja jeder Personaler will wissen. Wie kann ich erkennen, wie ein Bewerber lügt oder was sich da äußert? Aber es kommt ja auch auf den Kontext an. Man muss immer ganz viele Sachen zusammennehmen. Also das trockene Wort, dann das, wie die Gestik Mimik ist. Und das alles in den Kontext setzen. Und man darf auch nicht nur so einen Ausschnitt nehmen. Also zum Beispiel, ich gebe jetzt ein Beispiel, ein Bewerber, der so vor mir sitzt, ne? Dieses typische, das ist ja, was viele sagen, wenn jemand die Arme verschränkt, dann heißt es, er macht zu und will dir jetzt auch zeigen, komme jetzt nicht zu nahe. Das muss überhaupt nicht so sein. Der Kontext macht's, wenn ich gerade irre gut gelüftet habe und mir ist wahnsinnig kalt in dem Moment, ich friere, dann ist es etwas Automatisches, dass Menschen sich warm halten. Was hat damit zu tun? Und zum Beispiel meine Töchter, die machen sehr oft so und dann sehen die schon meine Augen, wie die dann auf ihre Arme wandern und sie sagen, ich mache nicht zu, ich sitze einfach bequem. Und deswegen muss man auch immer sehen, wie ist dieser Mensch, der vor mir sitzt, gestrickt. Aber ich glaube, die wichtigste Nachricht ist, wenn du jetzt einfach so gerne bequem da sitzt, mag das so sein und das soll dir gegönnt sein. Aber es wirkt auf den anderen und der andere interpretiert automatisch. Und das ist eben der Auslöser. Da muss ich einfach bewusst sein, wenn ich jetzt so zumache im Bewerbungsgespräch, obwohl mir kalt ist, dann sage ich, bitte entschuldigen Sie, mir ist jetzt kalt. Dass man das einfach sagt, weil die Wirkung ist da und es wird interpretiert. Ja, du musst dir erstmal bewusst sein, dass es eine Wirkung hat, damit du sagen kannst, ich sitze hier gerade so, weil es mir kalt ist. Und warum ist es so wichtig überhaupt, oder wie viel Anteil am gesamten Vorstellungsgespräch, an Wirkung, so, würdest du sagen, nehmen Gestik und Mimik ein. Ist das ein kleiner Teil, ist das ein großer Teil? Wir unterscheiden ja zwischen verbal und nonverbal. Und eben das gesprochene Wort, das Verbale und nonverbal, also eben Körpersprache, Gestik, Mimik. Ist das denn wirklich so wichtig? Ich meine, ich kenne ja die Antwort, aber erklärst du es besser nochmal? Also im Internet findet ihr ja unglaublich viel über die Körpersprache in Bewerbungsgesprächen, überhaupt über Körpersprache. Und es gibt da so eine Statistik, die ist immer noch in allen Schulbüchern und die ist mittlerweile extrem umstritten. Also es das heißt, dass man nur 7% über die Worte kommuniziert, dann, ich glaube, 15% über den Ton und den Rest über die ganze Körpersprache. Und das ist nicht nur umstritten, sondern sogar von demjenigen, der das damals in einem anderen Kontext deklariert hat und dann überall übernommen wurde, sehr durchleuchtet worden. Und man sagt immer, es kommt doch wohl darauf an, wenn ich jetzt ein Mathematikprofessor bin, dann gelten meine Worte viel mehr, als wenn ich jetzt vor dir sitze im Bewerbungsgespräch und noch unterstreiche das Gesagte und wir haben eine Diskussion oder einen Dialog. Und im Bewerbungsgespräch ist es so, wenn du ins Bewerbungsgespräch kommst, haben deine Bewerbungsunterlagen
überzeugt im Sinne von, aha, die Person können wir uns vorstellen, dass die passt. Also ist quasi ein großer Haken dran gemacht worden. Und dann geht die Tür auf und dann geht es erst wirklich los. Und dann ist die Körpersprache und der Auftritt sehr, sehr wesentlich. Weil der Inhalt, vom Inhalt, da weiß man ja eigentlich schon die Hälfte, mehr als die Hälfte weiß man ja schon durch die Akten. Sondern kommt es wirklich darauf an, wie man das gesprochene Wort auch transportiert an den Empfänger, dass es authentisch rüberkommt. Und daher ist das eigentlich ein sehr wichtiger Teil. Und jetzt kommt das Komma, aber bitte denkt daran, dass die meisten Personale, und ich denke sicherlich 80%, gefühlte 80%, da keine Ahnung haben von der Körpersprache, sondern die machen ganz viel aus dem Bauch, wie jeder von uns. Der sagt, oh, der war sympathisch, oh, der hat die Wahrheit gesagt, ah, das war ein komischer Kerl. Ganz viel aus dem Bauch und nur die wenigsten haben dazu noch eine Ausbildung genossen, dass sie sagen, das konnte ich an dem Punkt feststellen, das war ein bisschen eigenartig. Aber das ist ja eigentlich noch das Blöde daran, ne? Ja. Ja, sie haben ein Bauchgefühl. Wir können auch sagen, das ist ja irgendwo der Nasenfaktor, ob mir die Nase gefällt des anderen oder nicht. Ich glaube, es drückt das Gleiche aus. Und wir müssen einfach damit rechnen, dass unser Gegenüber uns eben nicht neutral bewertet, sondern irgendwie so, ja, der ist mir sympathisch oder das ist aber ein komischer Kerl. Weil eben nicht so ein Hintergrundwissen oder eine Ausbildung da ist. Es ist ja gemein. So, ich bewerbe mich auf eine Stelle. Ich bin fachlich super gut geeignet. Und wir hatten im letzten Karriere-Talk hier die Lilly Lindemann, die Style Coach. Also sie hat uns auch nochmal was zum optischen Auftritt gesagt. So, und jedes Mal hören wir, ja, das ist ja schön und gut, dass du fachlich, dass du das kannst. Aber das ist ja in einem Vorstellungsgespräch ist gar nicht mehr das Entscheidende. Dann geht es ja auch um andere Faktoren. Und ich kann ja die Menschen verstehen, die sagen, das ist aber echt irgendwie doof. Ich möchte aber doch mit meinen fachlichen mit meiner fachlichen Kompetenz, mit der möchte ich doch gerne überzeugen. Aber es ist so. Das ist Psychologie, die da mitspielt. Also es ist so ganz viel im Unterbewusstsein, oder? Also für mich ist die Fachkompetenz sowieso am wenigsten gewichtet. Wenn jemand ins Bewerbungsgespräch kommt, hat ja eigentlich die Vorselektion schon vorgenommen, ist die schon vorgenommen worden. Das heißt, ganz klar ist gesagt worden, die Fachkompetenz, die ist genügend, dass die Person ins Gespräch kommt. Und jetzt wollen wir die live erleben und wir wollen im Dialog feststellen, ob wir als Firma zu dir als Bewerber passen und ob du als Bewerber zu uns passt. Und von dem her ist die Fachkompetenz schon gar nicht mehr wichtig. Die Sozial-, die Persönlich- und die Ich-Kompetenz sind da eigentlich sehr viel wichtiger und die kommt zum Ausdruck in der Körpersprache. Und Christina, was denkst du denn, wenn man anstellt nur nach Fachkompetenz, über was stolpern die Leute? Die stolpern nämlich immer über die Sozialkompetenz. Das heißt fachlich top und menschlich flop. Das sind ja sehr viele Vorgesetzte, die teilweise rein fachlich angestellt werden und dann nicht führen können. Immer führen ist ja auch nur wirklich eine Talentsache. Und der Kollege, der nebendran sitzt, da sagst du vielleicht auch, der ist ja fachlich ganz klasse, aber die Art und Weise, wie er mit mir redet, da geht mir aber auf den Senkel. Also, das ist ja immer das, was Probleme gibt. Und von dem her ist dieses Gespräch dafür da, die Sozial-, die Ich-Kompetenz und vielleicht noch die Methodenkompetenz festzustellen. Und das andere ist schon abgehakt. Und deswegen muss das vorher, muss das zum Vorschein kommen. Und nochmal bei den Profis. Ich spreche jetzt von den Profis, von den Leuten, die ich ausbilde. Und ich meine, je nachdem, wo ihr euch bewirbt, sind das ja auch Firmen, die Profis haben. Die haben gelernt, weder Antipathie noch Sympathie noch irgendwelche Wertungen zu machen, sondern von Anfang bis zum Schluss neutral zu bleiben. Aber es sind ja die Vorgesetzten dabei und die Vorgesetzten, die machen das ja nicht so oft wie jetzt ein Personaler, die machen das vielleicht 5-mal im Jahr und die haben ein Bauchgefühl und die sagen, das passt und die können es noch nicht mal begründen oder die sagen, nee. Aber passt gar nicht. Die sagen es ja schon bei den Bewerbungsunterlagen, wenn sie nur aufs Foto gucken. Also es gibt immer zwei Sachen, die dafür sprechen. Einmal der Laie, der einfach nur auf seinem Bauch hört. Und dann der Profi, der sagt, okay, jetzt sprechen wir mal 60 Minuten oder 90 Minuten und dann gucken wir uns vielleicht das Erste an. Aber
nochmal, wer sind wir denn? Wir sind doch keine Richter, sondern wir wollen einen Dialog haben und wollen die Leute kennenlernen. Das macht die Sache nur nicht einfacher, aus Sicht der Bewerber. Wer sagt denn, dass es für die Bewerber einfacher ist? Für die Interviewer ist es auch sehr schwer und man guckt immer nur der arme Bewerber, und ich verstehe es auch sehr gut, weil die Firma ist ja sehr oft in der machtvolleren Situation. Das heißt, wir Vermeintlich. Ja, nein, sie sagen ja zu einer Person. Also wenn 100 sich bewerben, ist einer der Gewinner, das ist einfach so. Natürlich. Und viele Bewerber geben sich auch in dem Bewerbungsgespräch als, auch von der Körpersprache, als Opfer. Ja. Ne? Also noch nicht mehr auf dem Kopf. Ich seit 20 Jahren gegen an. Ja, das ist deine gute Tat, beziehungsweise ist deine Aufgabe, daran zu gehen. Aber im Grunde ist heute ein Bewerbermarkt. Das heißt, dass es ein Dialog ist und ich als Personaler muss mich bewerben um einen Mitarbeiter. Und normalerweise kriege ich zwischen 10 und 20 Bewerbungen, wenn es hochkommt. Ich finde immer so lustig, wenn Leute mir erzählen, sie haben 200 Bewerbungen bekommen, hat mir letztens jemand erzählt, dann weiß ich, dass wieder nur Dilettanten am Werk waren und so eine Ausschreibung gemacht haben, wo sich jeder bewerben kann. Und da musste ich noch nicht mal wundern. Ja. Ich denke mal gerade so an das Beispiel mit dem Eisbett. Sag mir, ob das noch gilt. Die nonverbale Kommunikation entspricht dem Teil des Eisbergs, den wir nicht sehen. Und entspricht damit unserem Unterbewusstsein. Also wir werden gesteuert, also ich kenne so Zahlen zwischen 70% und 80%, werden wir gesteuert durch unser Unterbewusstsein. Das nennt sich Bauchgefühl. Das ist nach wie vor so auf beiden Seiten. Genau, auf beiden Seiten. Also ich finde dieses Bild mit dem Eisberg sehr, sehr passend. Also dass nur die Spitze rausguckt vom Eisberg. Und das macht ungefähr 20% bis 30% des gesamten Eisbergs eben aus. Und es ist eben dann, die Spitze entspricht dem Bewusstsein, der bewussten Wahrnehmung dessen, was da gerade vor sich geht. Und alles andere ist eben das, was unter der Oberfläche liegt und damit im Unterbewusstsein vorhanden. Und das, sagst du, gilt auch immer noch. Das gilt immer noch, ja. Das ist richtig, nur das mit den Prozentzahlen, von denen ich erzähle. Ja, deshalb bin ich die Frage nach. Ja. Eigentlich ist es ja egal, vielleicht wie die Prozentzahlen sind, wir können es darauf einigen, das meiste findet im Unterbewusstsein statt. Ja, das ist eben dann unser Bauchgefühl. Aber wenn wir ja wissen, wie was wirkt, also wenn ich die Arme zum Beispiel verschränke und nicht sage, es ist kalt, wenn ich mir dessen bewusst bin, dann habe ich ja einen riesen Vorteil. Nein. Das kann ich mir doch zunutze machen. Nein. Nein. Weil die Leute, die zum Beispiel im Karrieretraining waren oder die Leute, die im Outplacement waren oder die Leute, die beim RAF, also in der Schweiz sagt man RAF, in Deutschland ist es die Arbeitslosenkasse, im Trainings waren, die haben natürlich auch da gewisse Informationen, muss ich gerade setzen, muss beide Hände auf den Tisch, muss die Leute anschauen und was man die alles mitbekommt. Und das sind die Leute, die dann teilweise nicht echt wirken. Die sind so wie verstellt, die sitzen also die ganze Zeit da und überlegen. Nein, klar. Es muss schon echt sein und authentisch. Genau, und das wie kriege ich das nun alles hin? Entschuldigung? Wie kriege ich denn das nun alles hin? Na, einfach hingehen und machen. Einfach hingehen und machen. Ich denke, dass viele Leute viel zu viel nachdenken, dass man sich bewusst sein soll, was ist mein Rucksack? Aufschreiben, was ist absolut passend für mich zu der Stelle, was sagt ja zu der Stelle, wo du sagen kannst, das sind die Anforderungen, das habe ich. Und dann bin ich auch wer und ich stelle mich vor und will hören, was Sache ist. Und was ich leider jetzt hier sagen muss, was ich immer wieder feststelle, Leute, die zum Beispiel gerade in der Arbeitslosigkeit sind, also deswegen stellensuchend sind, dann merkt man das total an. Die sind gar nicht so selbstbewusst. Wie jemand, der gerade im Job ist und sagt, ja, ich gucke mir das jetzt mal an. Diesen Unterschied merkt man sofort, ohne dass man die Unterlagen geschaut hat. Also dieses Selbstbewusstsein und auch mal hingehen und sagen, ja, ich kann ja eigentlich gar nicht verlieren, weil ich gewinne immer. Und wenn es nur eine super Erfahrung ist
oder eine Erfahrung ist, ja, so, bei dem geht es erst gar nicht. Ich kann ja nur durch die Erfahrung, dass ich da hingegangen bin, gewinnen. Und ich darf mich nicht so festbeißen. Aber wenn ich natürlich weiß, das ist mein einziger Job, meine einzige Chance, dann merkt man das den Leuten an. Und dafür habe ich auch kein Rezept zur Hand. Das Problem ist immer zwischen den Ohren, immer. Das ist einfach gesagt, ne? Einfach mal hingehen. Für denjenigen, der dringend einen Job braucht. Gut vorbereitet, das ist das Wichtigste. Ich erlebe extrem viele Bewerber, die nicht gut vorbereitet sind. Das heißt, die haben nicht ihre Sachen aufgearbeitet, was sie passend zu der Stelle mitbringen. Und dann vor allen Dingen haben sie auch keine Fragen zu haben. Es gibt immer unglaublich viele Leute, die noch nicht mal eine Frage haben im Sinne von, oh, hoffentlich ist es bald vorbei, diesen Dialog auch nicht antreiben. Wie nochmal, es ist ein Bewerbermarkt heutzutage. Das werde ich immer wieder gefragt. Christina, darf ich denn überhaupt Fragen stellen? Ja, das, ich dachte, du darfst nicht, du musst. Natürlich musst du, ihr seid doch auf Augenhöhe. Ihr trefft euch da, weil beide Seiten ein Problem haben. Und das Problem lösen wollen, gucken, ob sie es gemeinsam lösen. Der eine sucht einen Mitarbeiter, der nächste sucht einen Job. So, ja, wenn es matcht, dann ist es doch wunderbar. Aber das findest du ja nur heraus, wenn du ins Gespräch kommst. Sag mal, es ist ja kein Verhör. Es ist ein Gespräch und zum Gespräch bist du 50%, hast du 50% Anteil. Ich musste gerade dran denken, dass ich letztens eine kleine Kolumne geschrieben habe für eine Personaler Zeitung, wo ich gesagt habe, im Gespräch, wo Personaler so saudumme Fragen stellen wie, was sind ihre Stärken und Schwächen? Das ist ein ganz typisches Zeichen, dass es Dilettanten am Werk sind, sage ich immer, die halt irgendwie aus dem Internet rausgesucht haben oder aus irgendwelchen komischen Büchern. Keiner, der weiß, wie der Hase läuft, fragt so. Natürlich interessiert es einen. Auch alle danach. Nein, es sind, da muss ich jetzt gerade widersprechen, es sind wirklich die Leute, die keine Ahnung haben und nicht die Leute, die ausgebildet sind. Ja. Und das du kannst ja nicht alle beglücken. Bitte? Du kannst ja nur nicht alle beglücken und ausbilden. Nee, natürlich nicht, aber ich möchte es einfach vermehrt sagen, dass wir die Fragen nicht stellen sollen. Es gibt andere Fragen, um daran zu kommen. Ich will ja auch wissen, wie die Person über sich denkt, wo sie besonders gut ist oder stark ist, was ihr Spaß macht oder was ihr eben nicht so Spaß macht. Und da mache ich jetzt einen Link zu dir. Da habe ich gesagt, die anderen, die fragen, was sind ihre Stärken und Schwächen, kriegen erstmal so abgehackte Antworten. Und das ist ein Verhör, genau wie du gesagt hast. Und ein Verhör macht man bei der Kripo. Da fragt man vielleicht, wo waren Sie gestern Abend um 19 Uhr? Aber das macht man nicht im Bewerbungsgespräch, das ist ein Dialog. Genau. Nun, gib uns doch mal ein paar Tipps vielleicht noch, wie wir überzeugend rüberkommen können. Also, ne, ein Beispiel war ja schon das hier. Verschränkte Arme, nicht gut. Das ist so der Klassiker, denke ich. Was ist dir noch wichtiger? Du hast uns ja etwas vorbereitet. Du hast uns ein Worksheet vorbereitet. Was du mir eben gesagt hast, dass ich dir geschickt habe und nicht mehr wusste. Ja. Aber ich habe natürlich einen Artikel dazu geschrieben. Ich kann den nachher dir noch als Link geben, dass jeder den hier nachlesen kann. Super. Sehr, sehr wichtig ist, und das geht ins Verbale rein, aber gleichwohl möchte ich das auch noch sagen, dass man den Namen immer wieder nennt. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich wirklich heute noch trainiere, dass ich sage, Christina. Oder wenn jetzt manche Bewerber haben ja so einen komplizierten Namen, und ich denke, Gott, wie drücke ich es jetzt aus? Oder jetzt, wie kann ich das, ist jetzt falsch gesagt. Ich frage dann oft nach, wie spreche ich es aus? Bitte nochmal langsam, dass ich eben keinen Fehler mache. Also für euch, die in Bewerbungsprozessen seid, wenn ihr ins Gespräch geht, sprecht die Leute an und sagt, Frau Meier und Herr Müller, vielen Dank für die Einladung und versucht den Namen mindestens 3 bis 5 Mal im Gespräch zu sagen. Und jetzt nicht statisch, sondern immer irgendwie wieder im Gespräch einfügen. Das wäre nochmal das Verbale. Das Nonverbale ist immer noch der Augenkontakt, genau wie in der Präsentation, dass es sehr wichtig ist, dass man den Leuten ruhig in die Augen schaut, damit die sehen können, das ist eine ehrliche Person, die vor mir sitzt, ich nehme ihr das ab. Weiterhin ist ja heute mit Corona-Zeiten, wird ja nicht mehr die Hände geschüttelt. Ich würde sogar sagen, mittlerweile werden 60-80% sogar alles über Zoom gemacht, die Bewerbungsgespräche. Also wir trainieren das gerade mit den Personalern, sodass ja Händeschütteln schon gar nicht mehr vorkommt. Ich denke, das lassen wir heute aus.
wichtig ist, auch wirklich gerade zu sitzen im Bewerbungsgespräch. Und gerade heißt, ich versuche das jetzt mal hier, dass man versucht, den Rücken an die Lehne zu lehnen. Also dass man sagt, ich sitze jetzt nicht nur gerade, sondern ich habe auch den Halt von da hinten. Und dann versuchen, das ist für die kleinen Personen schwer, mit den beiden Füßen nach unten auf die Erde zu gehen. Das Schlimmste, was man machen kann, insbesondere Frauen, die die Beine übereinander schlagen im Bewerbungsgespräch, das wirkt vielleicht so ganz galant und charmant, das möchte ich nicht ausschließen, aber wenn jetzt so eine saublöde Frage kommt, die einen verunsichert, dann hat man diese Erdung nicht mehr, dann fühlt man sich auch nicht mehr so sicher. Von dem her würde ich immer gerade auf dem Stuhl sitzen, den Rücken an die Lehne und die Füße auf dem Boden. Und dann möglichst die Hände, die gehören nach oben. Und zwar nicht ständig im Gesichtsfeld, sondern möglichst auf der Tischplatte. Und da ja ihr alle gut vorbereitet seid, werdet ihr eure Unterlagen ja mitnehmen. Und wenn ihr jetzt sagt... Darf man das? Werde ich auch immer gefragt. Darf ich denn was mitnehmen? Da darf ich denn mitschreiben? Ja. Das ist normal ist. Ich meine... Ja. Die Leute packen ihre Sachen aus und legen es hin als erstes sowieso. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, ja, was mache ich mit den Händen? Ich möchte nicht so statisch auf dem Tisch da sitzen. Dann nehme ich vielleicht einen Stift, aber wirklich nicht so, ne, das geht gar nicht. Aber dann nehme ich einen Stift und mache mir zwischendurch ganz schlaue Notizen, was jemand sagt. Lege den Stift wieder ab. Das kann die Hände auch ziemlich beruhigen. Das sind so klassische Tipps, die immer wieder nicht beachtet werden. Also wirklich gerade hinschauen, Blickkontakt. Und meistens sind ja in Bewerbungsgesprächen zwei Leute zugegen. Der und der Vorgesetzte in den meisten Fällen, weil man ja das Vier-Augen-Prinzip so hat, dass man, wenn der eine fragt, der andere beobachten kann, also auf einer ganz anderen Ebene runtergeht, dass man den Blick immer hin und her schweifen lässt. Also das heißt, wenn Christina mich jetzt interviewt, gucke ich sie an, aber ich gucke auch zwischendurch zu dem Herrn Meier, der nebendran sitzt. Hauptsächlich gucke ich aber zu ihr. Was ich als außerordentlich unangenehm empfinde, dass Bewerber sehr oft den Vorgesetzten anstauen und mich, obwohl ich mit ihm rede, obwohl ich frage nur kurz, weil das ist ja hierarchisch eine tiefere Person und das ist noch eine Frau. Also da wird auch noch sehr oft gemacht, dass man merkt, wie ein Bewerber dazu steht und sagt, hier ist der Chef, hier muss ich hingucken. Also da wirklich gleichrangig unterwegs sein. Es gibt doch sicherlich Momente im Vorstellungsgespräch, wo es auf die Körpersprache, also auf Gestik und Mimik, besonders ankommt. Zeitliche Momente. Also, es gibt Sachen natürlich, wo man kriegt, man weiß ja, im Bewerbungsgespräch wird man angelogen. Also kein Personaler glaubt, dass der Bewerber nur die Wahrheit spricht und der Bewerber sollte auch nie glauben, dass der Personaler nur die Wahrheit spricht. Also es ist gegenseitiges, ich sage ja immer ein Business-Spiel, ich zeige das jetzt noch schnell im Buch dazu geschrieben, das ist ein Spiel, was da abgeht, da muss man sich im Klaren sein. Ja. Nicht, dass ich das gut finde, aber ich beurteile jetzt nicht die Situation, wie sie da draußen ist, sondern ich sage, wie es abläuft. Und das heißt, es gibt Themen, wo man einen Bewerber fragt und jetzt weiß man, uiuiui, das ist heikel und da schaut man so schon stark drauf, wie der in dem Moment reagiert. Und wenn er etwas macht, was total untypisch ist zu seiner Person, jetzt wenn man ihn die halbe Stunde vorher betrachtet hat und jetzt nur just in dem Moment, dann macht man sich schon seine Gedanken und sagt, ja, war das jetzt die Wahrheit oder wollte mir gerade wieder ein Märchen verkaufen? Ich habe eine andere Situation im Kopf. Der Bewerber kommt rein, also in echt, ja, in einen echten Besprechungsraum, nicht zu Zoom. Er kommt rein und schließt hinter sich die Türe. Dann kann er die Türe so schließen, dass er dem Personaler den Rücken zukehrt. Ich kann aber auch natürlich so machen, dass ich ihm weiter offen gegenüberstehe. Ist das entscheidend oder ist das etwas, wo du sagen würdest, da sollte man drauf achten, dass man den anderen den Rücken nicht zudreht? Also ich habe das noch nie gehabt, dass ein Bewerber die Türe zugemacht hat. Das noch nie. Beziehungsweise, wenn jemand ins Raum gekommen ist, dann habe ich gesagt, da habe ich für Sie
2, 3 Plätze. Sie können sich überlegen, wo sie sich hinsetzen wollen. Und die Tür habe ich immer zugemacht. Deswegen bin ich jetzt erstaunt. Bewerber, ich habe das schon gehört. Also ja, würde ich als sehr dominant einschätzen. Aber für mich wäre das nie ein Matchentscheider. Also das ist ja... Kein Matchentscheider, aber das hat doch eine Wirkung. Natürlich hat es eine Wirkung, aber das ist... Ich meine, wenn jemand fachlich steht und nachher im Bewerbungsgespräch mit den anderen Komponenten überzeugt, dann mache ich doch nicht die Anfangsschwierigkeit als Nein-Element. Das kann man sich heute gar nicht erlauben, weil man findet ja wenig passende Bewerber und deswegen muss man manchmal Kompromisse machen. Und nochmal, ein Bewerbungsgespräch ist ähnlich wie ein Prüfungsgespräch. Das heißt, man ist schon nicht normal so locker, wie du jetzt mit deiner Freundin beim Kaffee sitzt, sondern da ist man schon ein bisschen angespannt. Und diese Anspannung, die macht auch mit einem so Sachen, dass man vielleicht Türe zumacht oder sich einfach so hinsetzt. Und da muss man einfach sehr verzeihend sein. Aber du hast natürlich recht, ich weiß, worauf du anspielst. Den Rücken sollte man nicht dem Personaler zuwenden. Man sollte ja auch nicht seine Tasche vor dem Personaler so großartig aufmachen, dass man irgendwo eine Wand sieht. Das sind alles so Kleinigkeiten, die aber sehr oft gemacht werden und ich hefte das unter Nervosität ab. Ich mache da jetzt keine große Sache raus. Ja, worauf ich eigentlich anspielen wollte, das ist der Moment, der sehr am Anfang des Ganzen oder überhaupt der Anfang des ganzen Gesprächs darstellt. Und wir haben ja nur ein paar Sekunden Zeit, um unseren Gegenüber, den wir noch nicht kennen, von uns zu überzeugen und nicht direkt in so eine Schublade einsortiert zu werden. Ja, das wäre dann ja schon so eine negative Schublade, in der wir dann stecken würden. Also ich kenne das nicht, dass ich das machen würde. Ich möchte aber nicht sagen, dass es das nicht gibt, dass es Leute da in die Schublade gesteckt werden. Aber nochmal, entschuldige mal, weißt du, wie viel Bewerber überhaupt ins Gespräch kommen, die nur ansatzweise passen. Und wenn ich jetzt wegen so einer Kleinigkeit irgendwie die Türe zumache, ich meine, der kann ja trotzdem nachher gut performen und ein guter Kollege sein, dann nimmt man dann eben beiseite und sagt, du, das stört mich, können wir das irgendwie anders machen? Ja, vielleicht habe ich es halt schon mal gemacht. Ich wollte ja nochmal darauf hinaus, welche Stellen, also welcher Zeitpunkt in einem Bewerbungsgespräch möglicherweise wichtiger sind als andere. Also ich denke einfach, der Einstieg, der ist wichtig. Der Einstieg mit inklusive Begrüßung und sicherlich auch die Verabschiedung, was einen Rahmen gibt. Also ich denke mir, hier liegt der Löwenanteil bei der anderen Seite. Die muss nämlich gucken, dass es eine warme Umgebung ist, dass die Person sich wohlfühlt, dass sie sich öffnen kann. Anfang und Ende ist eigentlich für mich so eine Riesenarbeit, insbesondere wenn ich introvertierte Bewerber vor mir habe, wo ich das Gefühl habe, oh, die denken gerade, ich will was von ihnen. Da muss ich doch erstmal gucken, dass ich mit denen warm werde und nicht gerade da irgendwo sie gerade anmache, sondern ich gebe erstmal ganz viel von mir preis. Ich sage, wie ist die Firma aufgebaut, wer sitzt da und was es ist und versuche so, das weich zu machen. Aber was du ansprichst, erlebe ich sehr oft beim letzten Teil des Bewerbungsgesprächs. Und zwar dann, wenn ein Bewerber meint, jetzt ist es schon hinter mir, dann kommt sehr oft so, also die ganze Zeit vorher war so eine Maske unterwegs, was ich auch verstehe, aber dann fällt die mal so ab und dann kommen schon mal so Regungen, wo ich sage, ah, das passt jetzt irgendwo nicht. Also Beispiel, wo 9 von 10 Bewerber sie immer irgendwas anderes machen, ist bei der Frage, was ist ihre Lohnvorstellung? Das ist, ich glaube, ich kenne keinen Bewerber, der dann da statisch sitzen bleibt und sagt, 5.000 Euro oder so. Das passiert nicht. So, die meisten machen irgendwie so nach hinten oder so. Es gibt immer eine Veränderung. Und dann weiß ich einfach, hui, das ist jetzt eine wichtige Frage für ihn. Er verändert das, aber ich versuche nicht irgendwas zu interpretieren, weil ich weiß ja so, dass ich angelogen werde. Also, dass man immer 200, 300 mehr sagt. Naja, aber weil das Ganze ist ja ein Spielchen auch, wie du sagst. Ne? Man ist ein Markt und dann wird verhandelt und dann... Ja, der andere, der will immer, dass ich ein bisschen runtergehe. Ich möchte hochgehen. Also muss ich ein bisschen weiter oben ansetzen. Ja. Ja, wunderbar. Was habe ich denn noch hier stehen? Nichts mehr. Schau mal. Wir haben über alles gesprochen, was ich mir hier so notiert habe.
Das freut mich sehr. Ja, so kann es gehen. Ja? Du hattest noch drunter geschrieben, authentisch sein. Mhm. Und das hattest du auch angesprochen. Ich glaube, das ist auch wirklich so das Wichtigste, ne? Dass wir uns nicht verbiegen, dass wir... Ja, natürlich haben wir diese Maske auf, aber es gibt ja auch Masken und Masken. Also ich kann mich nicht so verstellen, dass ich ein komplett anderer Mensch werde. Warum sollte ich das auch? Irgendwann fällt die Maske ja von alleine runter. Natürlich das Spiel irgendwo mitspielen, sicherlich. Also ich bin auf deine Meinung gespannt. Aber bei allem trotzdem noch echt sein, authentisch sein. Also ich sage ja immer, ich mache ja auch relativ viel Bewerbungstrainings, ihr müsst nicht lügen, ne? Wenn die sagen, oh, dann lüge ich ja. Und dann sagen, nee, nicht lügen, Gottes Willen. Aber diplomatisch sein, du musst ja nicht alles erzählen, sondern die Sachen, die relevant sind und die dich auch in gutem Licht stehen lassen. Und du lügst ja nicht, wenn du irgendwas nicht erzählst und man fragt dich danach, warum sollst du denn das dem auf die Nase blicken? Das, was ich sage, stimmt. Mhm. Aber ich muss nicht alles sagen. Ich muss nicht alles verraten. Mhm. Okay. Magst du uns nochmal dein Buch zeigen? Ja. Mal in die Kamera. Das ist ein Teil der Bewerbungsprozesse drin. Es geht eigentlich ums ganze Arbeitsleben, von der Anfang bis zum Ende, bis zum Austritt. Und da kommen die meisten Gründe, die die Vorgesetzten sagen, wenn sie einen Bewerber nicht sehen wollen. Entweder zu jung, ne, sagt man oft, der hat ja noch keine Ahnung, oder zu alt. Ja, der ist ja kurz vor der Pensionierung, was will ich noch mit dem? Oder zu schwanger im Sinne von, da kommt wohl nächstens was an. Oder zu qualifiziert, dass man sagt, ja, die Person ist ja vielleicht auch ein bisschen besser qualifiziert wie ich. Wäre ja blöd, wenn ich die jetzt einstelle und die sägt nachher in meinem Stuhl. Das sind so die Gespräche, die man oft mit den Vorgesetzten hat. Ich als Personaler habe ja meistens mit den Leuten nichts zu tun, aber das sind die Ablehnungsgründe von den Vorgesetzten. Und ja. Ja, aber dann scheiden ja schon viele aufgrund dieser Gründe aus. Bis man keinen mehr findet und dann geht plötzlich jung, alt, qualifiziert, dann geht alles, ne? Dann geht auch alles. Richtig. Ja, ganz spannend. Ich glaube, ich könnte noch sehr lange mit dir so weiterquatschen, aber vielleicht sollten wir jetzt auch mal in den Chat reingucken, was da so los ist, beziehungsweise einfach mal auffordern, dass ihr uns eure Fragen stellen könnt. Was sind so, bis dahin quatschen wir noch mal ein bisschen weiter. Ich habe auf jeden Fall ab jetzt auf den Chat einen Blick hier. Da gucke ich ja eigentlich immer erst im zweiten Teil rein. Was sind so, wenn du mal mit einem Bewerber zusammenkommst, ich weiß gar nicht, wie oft das so ist, du hast ja die Personaler dann, ne? Eher so im Blick. Aber was sind so die größten Hürden? Wo würdest du am ehesten gerne den Hebel ansetzen und sagen, so, an der Stelle, lieber Bewerber, müssen wir jetzt mal was tun. Da müssen wir mal einen Schalter umdrehen. Ja. Der Klassiker. Ich finde es einfach das hier schlimm, ne? Ah, ja. Aus der vollen Universität, das merkt man ja gar nicht, wenn man solche Sachen macht. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Dann gibt es auch Leute, die sich wirklich unordentlich benehmen. Ich hatte mal mehrere Bewerber, ich sage jetzt nicht, um welche Stelle es ging, die waren während des Gesprächs, haben die nicht nur in der Nase gebohrt, haben da hier gekratzt, sondern haben auch das hier gemacht. Also ich meine, wenn einer so von mir sitzt, hat das natürlich für mich auch schon sehr viel zu tun. Es wirkt ein bisschen überheblich. Tatsächlich, und die Leute, die so eher introvertiert sind und wirklich auch Angst haben vor dem Gespräch, denen überhaupt mulmig ist, warum das überhaupt sein soll, das Gespräch, dann merkt man das einfach an. Die sitzen auf der Kippe vom Stuhl, ne? So im Sinne von, ja, schnell weg. Und die haben auch die Hände unter dem Tisch. Und Hände sprechen ja immer die Wahrheit. Und deswegen sollten die Hände zumindest nach oben sein, dass man sie nicht versteckt. Wie kommt dann jemand rüber, der wie ein Kleinkind die Hände unter dem Tisch versteckt? Das merke ich immer wieder, dass das vorkommt. So. Jetzt haben wir was, ne? Habe ich das richtig verstanden, dass ich die Unterlagen geben sollte?
sind damit meine Bewerbungsunterlagen gemeint und natürlich der Block und Stift. Alles mitnehmen, die ganzen Bewerbungsunterlagen nochmal. Und Block und Stift mit deinen vorbereiteten Fragen. Da solltest du 5 Seiten haben, die du fragen kannst. Und die Bewerbungsunterlagen deswegen mit, weil, ich meine, wenn man zum Beispiel in meinem Alter ist, dann hat man ja schon verschiedene Jobs gemacht. Und wenn jetzt die Leute sagen, ja, erzählen Sie mal Ihren Lebenslauf, wir haben den zwar gelesen, aber erzählen Sie den mal, dann kann man durchaus nochmal aufs Blatt schauen und sagen, ja, von 1990 bis 2000 war ich bei der Firma XYZ. Also, dass man auch mal drauf schaut. Und als Tipp ist so, dass ich immer den Leuten einen Tipp gebe, dass sie so ein, ich sag jetzt mal, so ein Mindmap oder so von sich malen, Stärken, Schwächen oder gewisse Sachen, Projekte oder so, wo sie das aufmalen und die nehmen oft das Mindmap hervor und sagen, gucken immer wieder mal drauf und haben dann so einen Stand, ah ja, was mir war auch noch wichtig, das habe ich noch vergessen zu sagen. Aber die können nicht alles im Kopf haben und vor allen Dingen, sie sind in der Nervosität, also es ist absolut okay. Das, glaube ich, wird auch häufig unterschätzt. Ne? Das ist ein totaler Stressmoment. Und wo zu Hause alles in der Vorbereitung im Kopf drin war und ich denke an diese Frage, ich denke an jede Frage und so weiter, das ist weg in dem Moment. Das ist eigentlich schön, dass es weg ist, aber ich sollte es dann irgendwie zumindest in meinen Unterlagen haben. Ne? Also ich würde sogar sagen, 8 von 10 Bewerber haben Fragen dabei und zwar vorbereitet. Genau. Es gibt natürlich auch die Bewerber, die bei mir dann nicht ankommen, muss ich sagen, die dann mit einer Excel-Liste kommen und da 30 Fragen drauf haben und dann verhörmäßig sagen, ja, und wie ist denn das bei Ihnen? Und dann abhaken und so. Und das ist dann wieder too much. Man muss dann also schon das schon finden, das Normale. Also mein Klassiker ist auch, also schreibt uns gerne noch in den Chat, ne? Wir sind ja da eure Fragen zu beantworten. Mein Klassiker ist, wenn ich ein Bewerbungsgespräch trainiere. Ich habe ja vorher mit dem Menschen gesprochen. So, und dann switchen wir irgendwann in den Modus, dass ich der Personaler bin und er der Bewerber. Und es passiert ja nichts. Es ist ja alles nur ein Training, es ist nicht echt. Und trotzdem habe ich in den meisten Fällen an anderen Menschen vor mir sitzen. Was du schon an der Körperhaltung merkst, aber auch am Tempo des Sprechens und an der Sprechhöhe, an der, wie nennt man das? Also die haben eine andere Tonart. Die sprechen viel höher. Ja, viel dünner. Gerade bei Frauen, da wird das dann sehr, sehr ja, demütig. So, das wird mich sehr überzeugend und vom Tempo her sehr hektisch. Und es wird kein Punkt mehr gesetzt. Jetzt gehen wir wieder runter in meine normale Stimme. Es wird häufig kein Punkt mehr gesetzt. Am Ende des Satzes, wenn meine Stimme eigentlich nach unten soll. Punkt. Und dadurch komme ich in so einen Strudel rein, dass ich immer weitererzählen will, aber irgendwann ja auch nichts mehr habe. Irgendwann ist dieser Satz eigentlich abgeschlossen. Ich habe ihn aber nicht abgeschlossen, weil ich den Punkt nicht gesetzt habe. Das ist der Klassiker, den ich dann immer wieder so feststelle. Merkst du das auch? Also ich bin ja schon froh, wenn ein Bewerber so redet. Je nachdem, in welcher Branche und welcher Funktion du rekrutierst, dann hast du Leute, die es nur alles aus der Nase ziehen muss, da kommt gar nicht so viel. Also wenn schon mal jemand viel redet, ist schon gut. Ein Bewerber sollte ja mindestens 70% Redezeit haben in einem Bewerbungsgespräch und ich erlebe das nur bei Verkäufern, bei Sales Managern oder so, die zu viel reden und da muss ich dann immer wieder unterbrechen, dass ich sage, habe ich verstanden, Moment, ist gut. Also im großen Teil erlebe ich eigentlich eher, dass die Leute da Vorsicht sind, was sie sagen. Aber genau, Christina, was du sagst, wenn ihr dann mal im Redefluss kommt, dann geht's durch. Ja, das mag durchaus sein, dass das dann im echten Gespräch wieder was anderes ist. Ja, weil jetzt ja nur ein Training. Ich muss daran denken, ich hatte mal einen Bewerber, also nicht einen Bewerber, und zwar jemand, den ich im Bewerbungscoaching betreut habe. Ich habe eine Zeit lang eine Nebentätigkeit gehabt für die Arbeitslosenkasse.
Und der hat immer gesagt, er bekommt immer Einladungen mit seinen super megamäßigen Bewerbungsunterlagen. Aber nach dem ersten Gespräch kriegt er eine Absage und er kann das nicht verstehen. Er kann es nicht verstehen. Er hat gesagt, okay, dann treffen wir uns das nächste Mal. Sie ziehen sich genauso an wie zu einem Bewerbungsgespräch. Und wir machen ein Bewerbungsgespräch von 1 bis 10. Wir machen das alles durch und wir machen es total förmlich. Und ich habe genau wie du das eben gesagt hast, Christina, ihn komplett anders erlebt. Er ist gekommen, erstmal im Anzug, vorher war das immer relativ leger. Okay, dann ist er mit mir ins Gespräch gekommen und der Mann hat so, was soll ich sagen, er hat so übereifrig getan und dann hat er was gemacht, was ich persönlich überhaupt nicht ab kann. Er hat meine Grenzen, jeder hat ja so eine Grenze, ne, so einen Raum, wo er sich umgibt und wo er auch Distanz braucht zu jemand. Ständig überschritten, also der ist also mir immer sehr nah gekommen, hat dann immer seine Unterlagen genommen, hat gesagt, sehen Sie hier. Und als es zu Ende war, habe ich zu ihm gesagt, haben Sie eigentlich bemerkt, dass ich ständig über meine Grenzen gegangen sind? Und er sagte, nee. Ich habe gesagt, haben Sie das bei anderen Gesprächen auch so gemacht? Ich sagte, ja, wahrscheinlich. Ich sagte, eben, die Grenze einhalten, dieser normale Anstand. Ich sitze hier, du hast deinen Bereich da und ich komme dir nicht zu nah. Deshalb fühlen wir uns im Aufzug, wenn man mit mehreren im Aufzug fahren, so unwohl. Ja? Und wir sind alle irgendwie damit beschäftigt zu gucken, wo wir denn hier eigentlich hingucken, weil wir da natürlich diese natürlichen Grenzen nicht haben, wenn es voller wird. Deshalb sind wir da, fühlen wir uns einfach unwohl. Ich weiß genau, was du meinst. Ich mag das auch nicht. Das gehört ja auch zur Körpersprache. Also es ist gut, dass du so eine Expertin letztes Mal dabei gehabt hast, wie ich auftrete. Natürlich, das ist auch alles, das ist auch ein Ausdruck, ne? Ob ich jetzt in einem Anzug komme mit Krawatte oder ob ich in der Bermuda-Hose komme, das ist ja alles, wir wirken. Und das gehört auch zur Körpersprache. Wie mache ich mich jetzt parat für dieses Gespräch? Wie nehme ich mir das vor? Letztens hatte ich auch wieder einen Bewerber, der kam mit dem Käppi auf und hat diese Käppis nach hinten. Der war sogar Professor. Der fand es total cool. Ja, ich sage ja nicht so, jemand zieht ihre Kappe ab. Das würde ich mir jetzt nie machen. Aber es hat mich absolut irritiert. Ich habe gedacht, okay, damit will er wahrscheinlich auch zeigen. Das ist mir wichtig. Ich habe die Kappe immer an und wird cool drauf oder so. Für mich war das nicht okay. Aber deswegen ist er nicht bei mir vom Tisch gefallen. Aber der Vorgesetzte hat gesagt, nee, so jemand, der so locker unterwegs ist, kommt nicht in Frage. Ne? Also Kleidung spricht sehr für einen. Ja, wer hat sogar gesagt, Kleidung, aber es gibt ja noch viel mehr, was zur Optik gehört. Ja, also das ganze äußere Erscheinungsbild. Und wenn es schon wirkt, dann mache ich es mir doch zunutze. Dann muss ich doch gucken, wie wird denn was und wie setze ich das am besten ein. Ich kann es auch für mich nutzen. Genauso wie eben Gestik und Mimik. Ja, wir können nicht kommunizieren, wir können uns nicht bewegen. Also ich hatte mal einen Bewerber, das war ein junger Mann um eine Lehrstelle als Informatiker, der kam sehr geordnet an, hatte so einen Pullover an mit so einem, so wie ich jetzt hier habe, so mit so einer Bluse drunter und dann sagte er irgendwann während des Gesprächs, mir ist jetzt ziemlich warm, haben Sie was dagegen, wenn ich meinen Pullover ausziehe, ne? Und ich habe ja gesehen, dass er was drunter hat. Machen Sie nur, ne? Hat er den ausgezogen, dann hatte er schon sowas mit einem Kragen an, aber dann hatte er so ein T-Shirt mit einer Aufschrift. Und ich sah auf die Aufschrift und dachte, das darf nicht wahr sein, ne? Und da stand Fuck you drauf. Und der hatte sich morgens was ordentlich zurechtgelegt und hat gedacht, jo, so wirklich ordentlich, hat nicht drüber nachgedacht, als er den Auszug, dass es ja auch eine Wirkung hat. Also deswegen gibt es ja auch viele Firmen, die haben es überhaupt nicht gerne, wenn man irgendwo eine Aufschrift drauf hat oder ein Logo oder irgendwas. Ich kenne sogar einen Arbeitgeber in Bern, der sagt, unsere Arbeitnehmer dürfen nicht mit Pullover kommen, wo mit Lacoste oder so drauf ist. Ne? Also selbst mit einem kleinen kleines Krokodil. Also, dass man einfach auch überlegt, wie trete ich auf? Überlegen auch zu sagen, was ziehe ich an. Die Frauen machen das ja so Sinn. Ne? Die Herren sagen vielleicht, ich zieh an, so wie immer. Ja, aber bei den Herren ist gar nicht der Unterschied so groß wie zu den Frauen. Das habe ich nämlich aus dem letzten Talk auch gelernt. Mhm. Ja, okay. Was habt ihr noch für Fragen an uns? Noch sind wir hier. Nutzt die Gelegenheit. Ihr seid da und wir sind da. Bevor die Frage kommt, fällt mir noch was ein.
Ja, da kommt ja gleich eine Frage. Und zwar, womit man auch wirkt, ist mit dem Aftershave oder mit dem Parfüm. Und hier möchte ich insbesondere die Herren ansprechen. 9 von 10 männlichen Bewerbern haben zu viel Aftershave oder Eau de Toilette oder was es da immer gibt, aufgetragen. Und das merke ich dann immer, ich bleibe immer so eine gewisse Zeit im Zimmer und dann gehe ich immer raus, diese Sachen holen, dann lasse ich den Vorgesetzten das Fachgespräch führen und dann komme ich rein und dann merke ich einfach plötzlich diese Duftwolke, die mir entgegenkommt. Also ich denke halt auch da, es wird eine Wirkung da, mit dem, was man so um sich wirft, dass man da ein bisschen sparsamer umgeht. Und das sind mehr Männer, die das machen. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Das viel dezenter. Muss ich sagen, das ist jetzt in den Jahren der meiner Erfahrung gewesen, habe das selten gehabt, dass Frauen zu viel da aufgelegt haben. Vielleicht machen Herren auch, was sie auch oft machen, ist, das rieche ich sehr gut, dass man zum Beispiel, es gibt doch dieses Deodorant Axe oder so, ne? Ich will jetzt keine Reklame machen, nur du weißt schon, dieses, wo sie im Fernsehen immer Reklame machen, dass sie da noch mal kurz vorher so ordentlich sich einsprengen, im Sinne von, nur ja, nicht hier. Gut gemeint, aber ja. Das ist dann eher unangenehm. Also jetzt schreibt ein Bild, was, wenn mehr als 2 Personen zugegen sind, schaue ich dann jeden Einzelnen an? Ja, das, was ich eben gesagt habe, jeden Einzelnen anschauen. Aber die Person, die mit dir spricht und dir Fragen stellt, die guckst du ganz besonders an und dann zwischendurch mal wieder zu der anderen Person. Aber immer die Person, die mit dir redet, der gehört die meiste Präsenz. Und die andere Person, da gehst du immer mit dem Blick hin und her. Nur ja nicht irgendwo zu sagen, okay, ich gucke jetzt nur hier hin, die Person gibt mich nichts an. Also wirklich die andere Person mit einbinden. Und vor allen Dingen auch diese Person angucken, die mir die Frage gestellt hat. Es gibt Menschen, wenn du mir jetzt eine Frage stellst, dann gebe ich dem Menschen, der hier sitzt, die Antwort. Aber du hast mir die Frage gestellt. Das passiert sehr oft bei, eben gesagt, bei Bewerbern, denen ich eine Frage stelle und da sitzt der Vorgesetzte und sie antworten den Vorgesetzten. Also ich stelle ihm die Frage und er, ja, da habe ich immer das und das gemacht. So im Sinne von, okay, ich muss es ihm sagen. Und das ist absolut unangenehm. Der Vorgesetzte selbst findet es natürlich ganz okay. Aber wenn man sich nachher austauscht, sagt man, du, ist das eigentlich mal aufgefallen? Ich habe mit ihm geredet und er hat immer nur dich angeschaut. Hierarchie denken. Ja, haben wir noch eine Frage? Frage? Ja, wir haben ja auch viel erzählt, ne? Sehr viel, ja. Wir haben fast sehr hier fusselig geredet. Ja. Die Zeit, die geht ja so schnell immer um. Wenn ich noch einen Tipp zum Schluss mitgeben kann, ist wirklich diese aufrechte Haltung, den Blickkontakt mit dem Händedruck, das wird, glaube ich, mehr und mehr aus unserer Gesellschaft verschwinden. Mit Corona wird das auch Einzug halten. Aber wenn dieser Blickkontakt da ist und den Namen ansprechen und die gerade Haltung, und dann ist schon sehr viel gewonnen und vor allen Dingen die Hände nach oben. Ja, die Hände nach oben, das gibt unglaubliche Sicherheit. Und jetzt nur noch einen kleinen Ausblick. Es gibt immer wieder Leute, die das wissen wollen. Woran erkennen Personaler, dass Bewerber lügen? Das ist immer der Griff ins Gesicht. Also ich sage, im letzten Job habe ich 8.000 Euro im Monat gehabt, ne, oder so. Also sobald die Hand ins Gesicht geht, sagt man, das sagt nicht nur ich, das sagt nämlich vor allen Dingen die Körpersprachenwissenschaftler, dass Menschen, die lügen, vermehrt ins Gesicht gehen. Also entweder an die Ohren, an die Nase, am Mund oder vielleicht an die Augen, dass es so ein reflexartig ist. Und ich habe ja oft gedacht, das ist doch nicht wahr. Und bei mir passiert es, dass wenn ich das dann mal mache, dass ich so ein bisschen fabuliere und mich aufnehme, passiert mir das automatisch. Das ist wie ein Automatismus. Ne? Das passiert. Und ich denke mir, die wenigsten Leute sind wirklich so geschult, dass sie ihre Lügen so verdecken können. Es gibt auch wirklich die Leute, die gucken dich an und lügen dir in die Augen. Das ist, also der Augenkontakt macht schon gar nichts mehr aus. Ich kann dir sagen, ja, im Moment habe ich 10.000 Euro im Monat, die ich verdiene. Hm?
kann ich sie euch anschauen. Also da gebe ich gar nichts mehr drum. Aber das mit dem Hände ins Gesicht fassen, das ist etwas, was mir selbst auch auffällt, wenn ich irgendwo ein bisschen fabuliere. Ich kenne Menschen, die Frauen, die haben so eine Frisur wie du. Ne? Lange Haare tragen die offen. Und die sind immer wieder dran und zupfeln und drehen und machen die zusammen und dann machen die wieder auf. Was sagt das aus über uns? Vielleicht machen die das weniger im Bewerbungsgespräch. Das ist ja eigentlich eher eine Flirttechnik, sagt man, ne? Wenn man dann anfängt, mit dem Gegenüber, wenn der Gegenüber sitzt, da an den Haaren rumzuspielen, da will man eigentlich auch dieses weibliche Interesse. Damit sie jetzt zeigen, dass man ja einen nett findet und dann ganz besonders ist das da, das ist so ganz typische, wo man sagt, ich finde, das steht ja von Unsicherung, oder nicht? Ich habe dich akustisch nicht verstanden. Ich hatte gedacht, das steht eher so für Verunsicherung. Das kann vielleicht auch sein. Also ich habe, muss ich sagen, Frauen, die im Bewerbungsgespräch ihre Haare sortieren, eigentlich noch nie erlebt. Aber ja, da ich sehr darauf achte, wenn du in der Bar gehst, da kannst du genau sehen, musst gar nicht zuhören, du kannst genau sehen, wer wen anbaggert. Das ist okay, also der nächste Talk ist dann ein Baggertalk. Genau. Gut, was habt ihr noch? Habt ihr noch was? Oder sind alle Fragen beseitigt. Also, das stimmt. Der ist eine Rückmeldung noch bekommen. Ja. Ansonsten, ich habe ja auch einen Podcast, Abenteuer HRM, der ist also überwiegend für Personale, aber ich weiß, dass ganz viele Bewerber den hören, weil sie sagen, hey, jetzt wissen wir, wie die Leute denken, die auf der anderen Seite sitzen. Da kann man ja auch mal reinhören und da habe ich auch über die Körpersprache in Bewerbungsgesprächen, glaube ich, einmal gesprochen und auch so verschiedene Tipps zu Bewerbungsgesprächen. Und es ist manchmal ganz interessant zu hören, ja, wie denkt denn die andere Seite? Da ja, genau. Also wir haben das Buch, wir haben das Worksheet hier und wir haben den Podcast. Mhm. Und alles drei setzen wir nochmal in das Video. Mhm. Ja? Okay, wie heißt der Podcast? Abenteuer HRM, ich schreibe das mal da rein. Also es ist ja die Abkürzung für Personalmanagement auf Spotify und iTunes, überall ist es da. Und da müssen wir mal gucken, welche Folge mit welchem Titel dann für euch von Interesse ist. Und den Spruch kann ich mir daraus lernen, den könnt ihr am besten. Welchen Spruch meinst du jetzt gerade? Ich weiß es nicht, oder du? Weißt du es dir noch, welchen Spruch? Das Abenteuer voll in einem Heim. Was ich denn vorhin? Ja, ich habe gerade vorhin gesagt, also, welchen Spruch hast du gesagt vorhin? Ich sag so viel. meinst du, das Problem liegt zwischen den Ohren, das, was ich gesagt habe? Es ist ja immer so, dass alles im Kopf abgeht. Ich schreibe bestimmt gleich nochmal. Für mich sind übrigens die besten Personaler, die sich regelmäßig selbst bewerben. Sind für mich immer die besten, weil sie dann einfach auch dieses Gefühl haben, wie das ist, auf der anderen Seite zu sitzen. Und als ich vor 2 Jahren im letzten Bewerbungsgespräch war, sagte doch die Interviewerin zu mir, Frau Roth, ich habe jetzt mal eine ganz andere Frage. Sind Sie echt blond? Ja, ich fand es nicht möglich. Ich habe mich nicht in den Friseurgeschäft beworben. Also es war, dann hätte es ja eine Relevanz gehabt. Aber es war eine komplett andere Sache. man erlebt Schreckliches. Okay, die Silke, da deine Teilnehmerin, sagt, locker drauf zugehen und egal wie es ausgeht, ich kann nur daraus lernen. Das ist tatsächlich so, dass man sagt, ja. Gehe ich dahin, ich gebe mein Bestes, ich habe mich gut vorbereitet. Und wenn es nicht klappt, ja, dann habe ich eine neue Erfahrung. Genau. Und ich rate auch am Anfang eines Bewerbungsprozesses, die Stellen, auf die ich mich bewerbe, in A, B und C zu teilen. Also A ist so der Traumjob, da möchte ich unbedingt auf jeden Fall hin. C ist so, wenn ich so gar nichts anderes finde. Und ich darf mich bei allen drei bewerben. Aber ich sollte auch gucken, dass ich vielleicht am Anfang nicht unbedingt das erste oder zweite Vorstellungsgespräch bei A mache, sondern vielleicht bei B oder bei C, damit ich ein bisschen ins Training komme. Weil ich denke, Vorstellungsgespräch ist einfach ein riesen Training.
ein riesen Erfahrungsschatz. Und ich bin beim dritten Vorstellungsgespräch anders drauf als beim ersten. Richtig, absolut, Christina. Erstmal so langsam anfangen und lernen. Ja, genau. Also wir können ja alles Mögliche erzählen. Und die Lilly, die erzählt auch beim letzten Mal, hat ihr auch so viele tolle Sachen erzählt. Und, ach, die Steffi Schwarzack, die kennst du doch bestimmt auch. Ja, ja, natürlich. Schwarzack, die war auch mal hier, die hat noch was dazu erzählt, wie wir unsere Nervosität runterschrauben können. Das ist alles toll. Ja, weißt du, aber umsetzen da draußen, das muss jeder alleine. Und dann, ja, brauchst du noch einen Moment dazu und das ist die Erfahrung. Es ist einfach das Machen. Wir können hier ganz viel Theorie mitgeben, aber draußen ist die Praxis. Und du merkst mit Sicherheit bei jedem Mal, bist du überzeugender, besser. Und deshalb erstmal langsam anfangen und dann lernen. Ja, ganz genau. Ich glaube, es ist unglaublich viel wert, überhaupt zu wissen, dass es ein Bewerbermarkt ist. Und wenn du eingeladen bist, dass du schon wirklich gute Karten hast, weil dann bist du durch den ersten Filter durchgegangen und ich erlebe die Leute ja, die meisten Gespräche sind ja zwei oder dreimal, sehr unterschiedlich im ersten Gespräch, sind komplett anders wie im zweiten und im dritten. Also man erlebt die Leute auch sehr unterschiedlich. Das ist alles okay. Das ist, sagen wir mal so, es geht ja nicht um Leben und Tod, es geht einfach um eine Erfahrung, sich zu holen. Oder, und wenn es wirklich dein Traumjob ist und du willst den unbedingt haben und du kriegst eine Absage, dann hat es wahrscheinlich auch schon sein Gutes, was man im Moment nicht wahrhaben will. Ich weiß es. Man ist wütend, man ist ärgerlich, man könnte ein T-Shirt reißen, aber es hat meistens im Nachhinein sehr viel Gutes, glaube ich. Wenn das nicht das Schlusswort ist, ja, dann weiß ich es auch nicht. Und morgen geht die Sonne wieder auf. Es geht nicht um Leben und Tod. Das hat nochmal in diesen speziellen Zeiten eine besondere Wirkung. Es gibt Schlimmeres, als eine Absage zu bekommen. Ja, gibt es Fragen, anhand derer man messen kann, dass der Interviewer Interesse hat? Guck mal, da kommt jetzt doch noch was rein. Also wenn, ich sage als Interviewer immer zum Schluss, mit welchem Bauchgefühl gehen Sie jetzt hier aus dem Gespräch? Ne? Das sage ich nicht immer, ich sage das, sag es zu den Leuten, wo ich Interesse habe, dass ich auch wirklich weiß, ja, wie steht der? Hat der vielleicht noch große Fragezeichen, die ich dann irgendwo noch aufholen muss? Also, was man zum Schluss so sagt, wenn so Sachen kommen wie, ja, danke schön für das Gespräch, das war super interessant, wir werden uns in den nächsten 10 Tagen bei Ihnen melden, dann kann man davon ausgehen, dass es eine Standardphrase ist und dass man jetzt nicht derjenige ist, der bei den ersten dreien ist, aber man weiß nie, was auf der anderen Seite gelaufen ist. Dann waren vielleicht zwei Bewerber da, die super interessant waren, die sagen dir natürlich ab, mir passiert das sehr oft, dass Bewerber mir absagen und dann bist du die Einzige, die noch im Rennen ist. Also mal grundsätzlich, wenn jemand sagt, so standardmäßig was runterredet, davon ausgehen, jo. Und deswegen, jetzt weiß ich noch, den letzten Tipp, den ich mitgebe, ist, der letzte Tipp ist immer, immer, immer nachfassen. Das heißt, 24 Stunden später immer ein Mail oder ähnliches oder anrufen und sagen, Dankeschön für das Gespräch, war super interessant, ich habe noch eine Frage, vielleicht gibt es ja noch eine Frage, die aufgekommen ist und ich freue mich auf die nächsten Schritte, dass man einfach nochmal so nachfasst, weil sehr oft sind es dann auch die Leute, wo man sagt, die sind wirklich interessiert. Die Entscheidung war noch gar nicht so weit und der hat nochmal nachgeworfen. Also 24 Stunden später nochmal schnell in Mail macht viel aus. Ja. Kann man noch etwas Positives bei der Verabschiedung? Ja, Christina hat manchmal so vom Ton her habe ich auch dir sehr oft zuhören müssen. Ja? Okay. Ja, das ist sehr gut. Sehr wechselhaft. Ja. Also das www. Ja, du kannst noch was Positives tun. Du kannst sagen, vielen Dank fürs Gespräch. Darf ich Ihnen auch noch ein Feedback geben? Im Sinne von, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Es waren Fragen dabei, die ich nicht erwartet habe. Und ich fand,
dass wir das sehr professionell gemacht haben oder ähnliches. Ich finde das absolut toll, wenn Leute mir so eine Rückmeldung geben. Natürlich, wenn sie sagen, ja, die Brille, die Frage war blöd, wäre nicht so gut. Aber dass man auch, wenn man wirklich das Gefühl hat, das war jetzt gut, dann soll man das sagen. Und das sind noch so Bonuspunkte, die du mitgeben kannst im Gespräch. Das bleibt hängen, ne? Mit Sicherheit. Ja, genau. Okay. Bitte, gerne. Gut. Die Welt geht nicht unter von einer Absage. Und es ist für irgendwas gut, auch wenn wir das heute noch nicht erkennen. In diesem Sinne sage ich ganz, ganz lieben Dank an alle, die teilgenommen haben und alle, die hier waren. Und natürlich an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Diana, uns ein paar Dinge aus dem Nähkästchen zu präsentieren, die, glaube ich, schon viel ausmachen können und wo ich auch nochmal viel von mitnehme, wieder mal das Fachliche ist im Vorstellungsgespräch, nicht das Entscheidende. In diesem Sinne wünsche ich dir und euch eine Absage tut weh. Ja, natürlich tut eine Absage weh. Das hatte Diana auch so nicht formulieren wollen. Ich weiß genau, die Stelle noch als Sache, ich kann das gut verstehen, dass es weh tut. Aber du hast trotzdem viel erreicht in dem Moment bis dorthin. Du hast kleine Ziele erreicht, du hast dich weiterentwickelt, du hast trainiert und es ist sicherlich mit irgendwas gut. Habe ich das so richtig nochmal wiedergegeben? Ja. Ja, also ich denke mal, wenn man eine Absage bekommt, muss man immer eins wissen. Es ist nicht eine Absage zu meiner Person, sondern es ist eine Absage zu dem, dass ich nicht passe, dass ich mit meinem Rüstzeug nicht passe. Aber es hat nichts mit meiner Person zu tun. Ich bin okay, vollkommen okay. Aber vielleicht, ich sage jetzt mal, vielleicht waren meine Englischkenntnisse, meine Excel-Kenntnisse oder nicht passend für die Stelle oder ich war nicht passend fürs Team oder das Team hat nicht zu mir gepasst. Und sowas sagt man natürlich nie. Also, nicht persönlich nehmen. Ich bin okay, vollkommen okay. Das ist jetzt rein fachlich gewesen, was hat nicht zusammen gematcht und mehr nicht. Und dann stelle ich es doch besser in dem Moment fest, als 2 Monate später im Job und dann trennen wir uns wieder. Und ja. Das tut dann weh, ja. Das denke ich auch. Vielen Dank an euch beide, es war sehr interessant und es kamen Dinge zur Sprache, an die man so nicht gedacht hat. Schönen Abend, danke für das tolle Webinar und in der Aufzeichnung werden wir auf jeden Fall auch nochmal die Infos für Buch und so weiter, Podcast weitergeben und verlinken. In diesem Sinne, bleibt alle gesund, werdet oder bleibt gesund, muss man ja sagen. Haltet die Ohren steif, eine schöne Adventszeit, wenn sie auch diesmal anders ausfällt in diesem Jahr, aber das ist für alle, für uns in die gleiche Situation. Ganz, ganz lieben Dank dir, Diana, und ja, vielleicht auch bald wieder. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Tschüss.